Hallo, grüß euch. Ich möchte euch einmal vorstellen. Ich bin die Ösi, ich bin seit 4 Jahren Kranfahrerin und möchte euch mal einen Einblick geben, wie es auf einem Kran ausschaut, wie die Bedienungsanleitung sind, wie das Prinzip von Kran ist. Und wir sind heute bei so einem regnerischen Wetter auf einem Wolfkran mit dem Ausleger Wolfkran 6020.8 Clear. Tabelle, wo man auf welchen Meter man wie viel Gewicht heben darf. Dann haben wir auf unserem Kran natürlich auch die Bedienungsanleitungen, also Bediensteuerungen. Das wären der linke Joystick, der rechte Joystick. Dieser Joystick wäre fürs Schwenken, links schwenken, rechts schwenken, Katze rein, Katze raus. Das wäre die Fixierungsbremse, das ist die Hupe. Dann haben wir hier die Windfreistellung, die 3 Stufen, wie schnell man fahren will oder kann. Es gibt 3 Stufen, Scheibenwischanlage für die Wischanlagen vom Kran. Dann haben wir auf der linken Seite beim Joystick Überlast auf 95 bis 97%, Überlast 102 bis 110%. Das wäre der Knopf für die Umscherung auf 4 Seilen. Das wäre die Einstellung für die Flasche rauf und runter, wie schnell man rauf und runter haben möchte. Das wäre wichtig, der Notstopp, falls mal was passieren sollte und du dringend stoppen musst, abbremsen musst, kannst du direkt auf den Notknopf drücken. Das wäre der Einschaltknopf. Dann zum Joystick. Joystick, das wäre die Schnecke. Damit kann man die Last von unten hochheben, langsam hochheben und langsam runterlassen. Festgehalten, wenn man so runterlässt, lässt er langsam runter und langsam rauf. Dann haben wir hier unten diese 2 Symbole. Diese Symbole brauchen wir bei dem Kran nicht, weil das ist kein Schienenkran. Beim Schienenkran hätte auch dieses links und rechts Funktionen. Aber da wir jetzt keinen Schienenkran haben, hat das jetzt für uns keine Bedeutung. Das heißt, Flasche rauf, Flasche runter. Ah, Blödsinn, umgekehrt. Flasche rauf, Flasche runter, aber eh richtig. Gut, dann, ja, wir haben heute leider Gottes wirklich starken Regen. Wir sind auf der Baustelle zurzeit in St. Pölten. Auf einer 4-Kran-Baustelle, 3 sind da. Und meins wäre der 4. Zur Bedienung.